Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausparty. Heute haben wir, ungelogen, eine Menge zu tun, einfach nur um eine spezielle Frau hier zu knallen. Wir sind auf geheimer Bumsmission, habe ich gesagt. Und diese Frau ist... Diese wirklich wichtige Frau, die ist zum Beispiel jetzt gerade, die ist da, hier, Rachel, hallo. So, bevor Rachel geht, I don't believe we've met. I'm Rachel. Okay, Rachel, ich kann es nicht in Worte fassen, es ist so viel zum Vorbereiten zu machen. Ich habe mir alles mit so Stichpunkten und die Liste ist ungelogen so lang. Und ich habe am Ende gar nicht mehr weitergeschrieben. Ne? Ich habe mir so ein Walkthrough, die sind ja auch immer so lang. Ich habe versucht, das alles irgendwie so zu verkürzen. Ich weiß, am Ende denke ich mir, werde ich sowieso dahin geleitet werden für das, was ich tun muss. Ne? Aber der Weg dahin ist halt eigentlich, finde ich, super kompliziert, weil wir müssen mit mehreren Personen, es ist wieder ein Update da, wir müssen mit mehreren Personen interagieren. Und mehrere Personen haben Quests und diese Quests, führen zu einer Quest und dann bumsen wir. Okay, nice to meet you, Rachel. Thanks, nice to meet you too. Okay, dann nochmal. Hey, how's it going? Ja, guck mal, jetzt haben wir schon, okay. So what's your sign? It's Nigo. You look a little nervous. Das werden wir später machen. So what's up? Are you enjoying yourself at the party? Wir machen mal, woher kennst du eigentlich Madison? I actually don't know her all that well anymore. We were friends from school for a while, but we kind of drifted apart. She's been dropping hints that she wants me to invite my friend Vicky to the party. And I think that's why she invited me. Okay. Come to think of it, how do you know Madison? I don't think I've seen you around before. How did you even get invited to this party? So, und hier kann man es jetzt, wir waren tatsächlich schon mal so weit, aus Versehen. Hier kann man es jetzt wirklich ziemlich versauen. Und wenn man sich so durchliest, bei allen vier Sachen wird sie doch eigentlich komisch reagieren. Deswegen werdet ihr jetzt verwundert sein, aber das hier ist tatsächlich das Richtige. I suppose that makes sense. Ha? What? Okay. Dann, ich muss ganz oft speichern, weil wir können es halt... Achso, Fab along the universe of destiny in everything. Ich weiß nicht, was ich da geschrieben habe. Ich wollte irgendeinen bescheuerten Titel. Okay, wir gucken mal. Kann ich nur hey, mit ihr reden? How's it going? So, ich glaube, ich kann jetzt machen dieses What's up? Are you enjoying yourself at the party? I was having an okay time until fucking Frank stole my thermos. He said it looked like something I could hide booze in it and that he was confiscating it. Okay, lass mich mit Frank reden, das ist bestimmt ein Missverständnis. Oh, that would be amazing. I would be very appreciative. No sweat, as PewDiePie would say. Das finde ich irgendwie cool. So, okay, also ihre Thermoskanne ist weg. Und der Frank hat die geklaut. Und du kriegst da ja auf die Fresse. How's it going, bro? Ich habe ja deine Pillen gerade noch. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht, ich habe wirklich noch nicht so viel. Whoa, you totally came through with the aspirin, brah. Thanks so much. Will do, brah. Okay, Frank, hallo? How's it going, dude? Du bist scheiße, okay. Wait, you're not drunk, are you? Nein, warum fragst du? Good. I'm straight edge. And I can't stand assholes who get drunk at parties. I feel it's like my civic duty to beat the ever-loving shit out of anybody I see with a drink. Einladen. My contribution helps make this world better. Okay. How's it going, dude? Staying away from the alcohol? Wir machen da, I'm gonna go drink some orange juice. Hm, ich muss gerade mal gucken. Wir müssen jetzt mit Frank reden. Also, es gibt sowieso, wir müssen erstmal mit allen Leuten irgendwie quatschen, damit wir andere Sachen freischalten. Mit Patrick können hey, wir it's my main man, quatschen. Bro. How's it going, man? Ich mach mal hier, you should watch out for Frank. Frank Schmeck. So. Hey, it's my main man, brah. Woher kennst du Madison? Me and Maddie are cousins. She'll never admit it. Sagen wir auch schon? Hey, it's my main man, brah. How's it going, man? Oh, dann machen wir noch das hier? Easy, brah. The fuck, dude? You been hiding that shit from me this whole time? I'm gonna beat the fucking shit out of you. Oh, scheiße. Ich war irgendwie, naja.
aber das kann man machen. Hier ist die Thermoskanne, da können wir leider noch nicht ran. Und ich guck gerade mal. Es gibt 1000 Sachen, wirklich 1000 Sachen, die wir hier machen können. Madison. Hey, any luck finding my phone in the bathroom? Nope, leider nicht. I think I left it near the sink. Ich hab deine Schwester getroffen, Ashley. She's up to something, I know it. Typical little sister, right? I'm kind of nervous though, because this is my party. And if she pulls something here, it would be really embarrassing for me. So, ich speichere nochmal. So. Nochmal. Hey, any luck finding my phone in the bathroom? Ich würde sie da oben. I think I left it near the sink. Ich würde sie da hinten jetzt oben ohne tanzen lassen, aber wir brauchen tatsächlich Alkohol und es gibt tatsächlich auch noch mehr Alkohol hier zu finden. Dazu aber dann später mehr. Was ist Franks Problem? Frank is an odd guy. He's on that whole straight edge kick, and he's apparently taking everybody along with him. He's ruining my party because we're all fucking sober. I don't even know who invited. Okay. Hey, any luck finding my phone in the bathroom? So. I think I left it near the sink. Das lassen wir dann mal. Frank, how's it going, hier? Dude? Staying away from the alcohol? Das machen wir nicht. Scheiße. Okay. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir nehmen uns die ganzen Flaschen. Ich weiß tatsächlich, wo die sind. Wie gesagt, ich musste jetzt vorher mal gucken, weil du kannst dir so viel versauen. Eine Aufnahme, wenn ich die überhaupt schaffen würde, wäre sonst keine Ahnung, wie lang. Warte, so. Ist hier irgendwas Neues? Nope. Wäre sonst ewig lang. Ich dachte gerade, ich hätte hier irgendwas. Ewig lang und dann zusammenschneiden. Ich weiß nicht, das wird sich einfach nicht lohnen. Deswegen bei Hausparty schaue ich halt schon. Da haben wir noch die andere gehört. Deswegen nehmen wir mal die Hand. Hup. Warte, wir packen das mal da so. Das Handy von Madison können wir jetzt gleich aber auch direkt mitnehmen. Es gibt halt so viele Sachen, die wir jetzt tun können. Es ist eigentlich furchtbar. Eigentlich furchtbar. So. Den noch. Take. Und zu. Ich hab's nicht zugemacht, ne? Hey! Hey again. How's it going? Ich hoffe, ich kann das machen. Oh, stop it. You're funny. Ja, ja, du auch. Du bist jetzt... Brittany! Oh, hey. I don't believe we've met. I'm Brittany. Das hier? Oh, yeah, I know. I'm just... Well, it's kind of embarrassing. Okay, I just bought ich this mach mal das erste was, oh, ne? Thank you. That... So. Dann wieder speichern. Ich weiß nicht, ob ich das am Ende raus... Oh, guck mal, das nimmt ja kaum Zeit weg, wenn ich einmal speichere. Hey again. How's it going? Okay, wir lassen das mal. Obwohl, nee, warte mal. Damit kann ich das andere ja triggern, ne? Hey again. How's it going? I know, I know. So, damit haben wir jetzt ihre Quest. Warte mal, ist das Handy nicht hier? Oder ist das hier im Badezimmer? Ah, ja, hier ist es. Super. Dann nehmen wir mal das Phone von Madison. So. Also bei Frank müssten wir theoretisch noch eine neue Option haben. Ja, bitte bitcht euch hier nicht an. Frank? How's it going, dude? Warum steht ihr denn jetzt hier die ganze Zeit? Staying away from the alcohol? Ja, irgendwie kann ich hier noch nichts machen. Verdammt, muss ich vielleicht nochmal mit Rachel reden? Hey, how's it going? Warte mal. Er. Okay, dann kommt mal. Ui, crack the code. We'll figure out a way. Okay, ich muss, also eigentlich muss ich mit dem Frank reden, aber er will noch nicht. Ich guck's aber mal an. Inspect. Aha, aha. Frank will noch nicht. Gut, gut. Catherine, mit dir können wir auch mal reden. Did you need something? Dann das hier. Okay, that was actually slightly philosophical. You might actually have a brain hiding in there somewhere. Beim Optischen von ihr muss ich immer an Caro Wars-Taken aus der Community denken. Ich weiß nicht warum, sie erinnert mich immer ein bisschen. Da oben auf dem Bild gar nicht, aber hier so. So, natürlich nicht vom Charakter her. Ich speichere nochmal. So, heißt das, ich habe Caro gepumpt? Okay, dann talk. Did you need something? I'm looking at your phone. Is everything okay? Machen wir nicht. Ah, wir machen das hier aber mal. I can't fucking stand her. She's so fucking stupid. Scheiße, das wird so, es wird so schwer werden, wenn ich mir das hier gerade alles angucke. Der Patrick, wo wurde der verprügelt?
Wie scheiße ist das denn? Okay, warte. Frank? Frank? How's it going, dude? Staying away from the alcohol? Oh, jetzt kann ich... Okay, warte, jetzt kann ich das hier machen. Dude, she's so hot. I'd give my left... Aber ich will was anderes machen. How's it going, dude? Sonst haben wir Staying nichts away from the alcohol? Genau das hier. I'm gonna fuck his shit up. Ja, aber echt, ey. Aber echt, meine Güte. Ja, dann geh doch mal dahin. Was hat der denn? Okay. Wir können das hier trotzdem nicht nehmen. Also ich versuch's erst gar nicht. So, Madison. Hey, any luck finding my phone in the bathroom? La-la-la. I think I left it near the sink. Da-da-da-da-da. War das hier noch? I tried to tell her that nobody cares about her. Du bist doch nur neidisch. Und dich? Um dich kümmern wir uns. Hey again. How's it going? Ja, das lasse ich. Wenn es zu lange dauert, dann werde ich es natürlich auch wieder weiter schneiden. Das kennen wir ja. So. Die Augentropfen. Take. Und ich. Wieso will ich das immer mitnehmen? Die Kamera? Take. Das können wir noch nicht öffnen. Jupp. So. Ich speichere es aber mal auf dem zweiten Speicherplatz. Weil wenn ich jetzt alles vorbereite und ich mache irgendeinen Scheiß und speichere es vielleicht aus Versehen, dann müssen wir alles wieder von vorne machen. Gute... Ups. Ich habe keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein. So, ich kann die... Stephanie heißt die unten, ne? Ich kann die nicht betrunken machen, leider. Hier ist keine Flasche. Weil ich ja den Alkohol brauche. Und ich muss das aber irgendwie mit Frank triggern. Weißt du was? Können wir eigentlich auch machen, ne? Take. Und dann noch... Na, wo ist... Yeah. Take. Ah ja, hier oben war glaube ich noch irgendwo... Da, da oben ist da eine. Take. So, wenn ich doch jetzt das Event triggern könnte... Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, hier haben wir jetzt irgendwo Paper. Und auf das Paper kommen dann... Ihr seht es gar nicht. Guck mal, ist furchtbar, ne? Nein, hier Pencil. Take. Gut. Dann können wir das jetzt hier aufmachen. Können wir uns das schnappen. Einfach nur, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich würde übrigens auch mit Hotkey speichern. Ich weiß, dass es geht, aber das ist lustigerweise der Hotkey, den ich auch brauche, um die Aufnahme zu beenden. Und das wäre dann wieder nicht gut. Hey, how's it going? Nee, das ist noch nicht. Ist noch nicht. Frank, du Penner! Warte mal, mit wem habe ich denn noch nicht genug geredet hier? Frank, du kleiner Arsch. Ich musste aber auch mit dem Patrick reden. Wo ist denn der? Ah, hier draußen. Hallo. Hey, it's my main man, brah. Beats me, brah. I was just minding my own business, and he came at me. I lost my wine, too. And he's guard. Ich glaube, das wird danach eingesprochen. Hey, it's my main man, brah. Scheiße, es geht einfach noch nicht. Es geht noch nicht. Madison, es geht nicht. Hey, any luck finding my phone in the bathroom? I left it near the sink. I check you later, Matt. Was wir natürlich jetzt machen können. Hey again, how's it going? Warte. Können wir das schon machen? Ne, können wir noch nicht machen. Aber warte mal, das Phone, das können wir machen. Madison's Phone. Ja, jetzt kommt Madison's Phone. Scheiße. Hey, any luck finding my phone in the bathroom? I think I left it near the sink. Ich glaube, du solltest einmal zu mir gehen. Zehn Jahre später. Boah, das ist so schwer, irgendwie die richtige Reihenfolge zu finden und irgendwie mit jedem so zu reden, aber ohne was falsch zu machen, weißt du, um was anderes zu triggern. Hey again, how's it going? Ich mach mal, warte mal, ich speichere mal, wie immer. Oh, dann mache ich mal dieses hier. Hey again. How's it? I wish I had somebody else's foot. Okay, load game. Gute Boobs. Seht ihr, so schnell kann es nämlich dann gehen. Ich habe ja schon einen Fehler, glaube ich, bei ihr gemacht. Ne, bei der Stephanie hatte ich da tatsächlich noch einen Fehler gemacht. Aber da hat noch alles gut funktioniert.
So, Catherine? Did you need something? Ugh, as if. Did you need something? Hm. Wieder weg. Bei ihr bin ich mir auch so unsicher, weil ich doch noch was mache. How's it going, dude? Staying away from the alcohol? Okay, wir können also jetzt den Patrick wieder verpfeifen. Wir können das Gespräch einfach verlassen. Aber come on, Frank, stealing from girls. Ich würde es halt versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich das machen muss. Guck mal, jetzt sind wir schon so weit. Talk. How's it going, dude? Staying away. Look, dude. If there's a chance there's alcohol in that there thermos, I need to take that very seriously. I can't check it myself because just the smell of alcohol makes me sick. Ich kann für dich nachgucken, ob da Alkohol drin ist. Not for nothing, though, but I don't know you well enough. Maybe if you could prove to me that you could be trusted, I'll see what I can do. Ich werde mein Bestes tun, Frank. So, und jetzt können wir ihn nämlich die, Holy fuck, I must have missed this. Nummer 1. Thanks for looking out for me, dude. I really Eine fehlt noch, glaube ich. Eine fehlt noch. Nummer 2. Shit, another one? Ich würde es gerne behalten, Frank. Ich würde es gerne behalten, das glaubt immer. Dann noch den hier. Shit, another one? Dann noch den hier. Holy fuck, I must have missed this. Thanks for looking out for me, dude. I really appreciate it. Alles für dich, Frank. Alles für dich, Frank. Whoa, dude. Where'd you find that? Thanks for bringing this to my attention. Your efforts won't go unnoticed. Dankeschön, Frank. Die andere müsste hier sein. Irgendwo hier. Darf ich mal? Dankeschön. Vielen Dank. Oh! Ich wollte nur. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass es geht. Ah, da ist er doch. Ach, das geht schon. Alles okay, das geht schon. Kein Problem. So, Frank? How's it going, dude? Staying away from the alcohol? Ah, das stimmt ja, ich muss ihm das da geben. Hier, hast du noch einen? Shit, another one? You, sir, are a great asset to my cause, and your loyalty to me is noted. How's it going, dude? So. Staying away from the alcohol? Also, darf ich jetzt an der Thermoskanne riechen? Ich habe da so einen ganz strangen Fetisch für. Ich verspreche dir, ich werde da echt fair drüber urteilen. You've proven yourself to me, dude. I trust you to make the right decision. Go ahead, take a whiff. If there's no alcohol in there, you can give her a thermos back. Dankeschön. Ich speichere. Yes. So, und jetzt können wir hier dran riechen. Und das ist komplett voller Rum. So. Ich speichere jetzt nochmal, denn wir können den Frank jetzt anlügen oder die Wahrheit sagen. Mich würde ja interessieren, was passiert, wenn ich ihn anlüge. Wenn ich die Wahrheit sage. How's it going, dude? Staying away from the alcohol? Ja, ich habe dran gerochen. I trust that you'll tell me the truth about the situation. Okay. You did the right thing today. Don't you ever forget that. The thermos stays with me, but you've gained my everlasting trust. You just let me know if you ever need a solid. Hä? Okay, wir machen es sofort wieder neu. Also ich darf mir jetzt... Warte mal, habe ich das richtig verstanden? Warte kurz. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe jetzt sein Vertrauen und ich darf mir Alkohol dafür nehmen, dafür, dass ich geholfen habe, dass andere kein Alkohol... Was? Frank! How's it going, dude? Staying away. I trust that you'll tell me the truth about the situation. Der war kacke drin. You've shown your loyalty to me, and I trust that you would never lie to me. Besides, if I did find out you were lying to me, I'd rip your spine out through your teeth and use it as a jump rope. You can go ahead and take the thermos. Find das mal alles selber raus. Sorry, aber bei manchen Sachen denke ich mir immer so, also auch das, was noch kommt, denke ich mir so, da dauert sehr lange und es ist viel Try and Error. Try and Fail? Try and Dingens? Ihr wisst schon Bescheid. Rachel! Ist es nicht Rachel? 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 Rachel?
Hey, how's it going? Okay, dann geben wir ihr doch mal ihre Thermoskanne. Oh, wow. Wow. You totally pulled it off. I was sure Frank was going to rip you, new asshole. I can't believe it. Now I can actually enjoy myself at this lame-ass party. Thank you so much. Du hättest mich wenigstens warnen können, dass da wirklich Alkohol drin war. Frank hätte mich töten können, oder? Frank, mach mir keine Angst. Schau dir mal meinen Bizeps an. Let's not get carried away, but let's do get some drink on. Sounds like a plan. Speichern tonight, yeah. Oh yeah, tonight. Oh yeah, 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 yeah. Rachel, du kleine geile Sau, du. Rachel? Hey, how's it going? Du siehst irgendwie nervös aus. Ist irgendwas nicht okay? It's kind of stupid, actually. I feel embarrassed to get into it. Vertrau mir. Ich hab schon alles gehört. Du kannst mir vertrauen, Rachel. Komm. Okay, so my friend Vicky and I have this ongoing thing. Basically, we've been daring each other via text messages to do crazy things, and we have to send back photo proof to each other of doing it. We've been at it for a few weeks now, and the dares have gotten harder and crazier. First person to forfeit a dare loses, and the loser has to be a slave of the winner for the week. Which basically means the whole town will end up seeing me naked, or worse. Anyway, it's her night to dare me, so I'm kind of nervous about it. Das ist natürlich was, was Melissa und ich regelmäßig machen. Wir haben da auch schon die verrücktesten Dinge. Nein, oh mein Gott, ich würde mich niemals darauf einlassen. Seid ihr zwei im Kindergarten oder was? Hier. Oh, das hört sich voll geil an. Deine Freundin muss echt cool sein. Vicky? Oh yeah, she's awesome. She's a lot of fun to hang out with. I'm just worried about what she's going to make me do next. Okay. Da bin ich auch drin interessiert. Ich werde mal mein Auge offen halten. So, okay. Also, ihre Freundin sendet ihr eine Textnachricht und sagt ihr, was sie denn als nächstes tun könnte. Tonight. Ja, wie kriegen wir jetzt die Freundin dazu, ihr eine Textnachricht zu senden? Und wo ist Patrick? Ich brauche den Patrick langsam mal. Madison? Patrick! Hey, it's my main man, brah. How's it going, man? Ich habe einfach keine Ahnung, wie ich Patrick hier zu dem bekomme. Naja, ich muss ihn halt zu einer speziellen Sache bekommen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es triggern kann. Ich konnte es ja auch nicht machen, als ich ihn verprügelt habe. Ha. Aber sie brauche ich auch noch. Did you need something? Weißt du irgendwas darüber, Handys zu hacken? Deutsch, was ist das denn bitte? Auf jeden Fall, do you know anything about hacking phones? I was valedictorian of my class and I have a master's in engineering. Do I know how to hack a phone? Seriously? I could do it in my sleep. Super. Okay. Did you need something? Sagen wir mal, ich möchte so eine Fake-Nachricht schicken. Wie würde ich das hypothetisch anstellen? By hypothetically, you mean you want me to do it for you, right? Just get me a laptop with internet and a mobile phone I can use, and I'll send your message for you. I'm not going to do it with my own shit. There are ways of tracing these things back if somebody really wanted to. Naja, ich will mein eigenes Handy auch nicht wirklich benutzen. I think I have an idea of whose phone you could use. Ach, vielleicht trigger ich das jetzt erst. Ich weiß genau, was du jetzt sagen wirst. Patrick. Did you need something? Okay, sie braucht also einen Laptop. Einen Laptop haben wir oben. Und sie braucht ein anderes Handy. Also sie braucht ein Handy, von dem aus die Nachricht gesendet wird. Falls man irgendwie rausfinden kann, dass das... also falls Rachel dann sagt, hey, Moment mal, ist doch gar nicht meine Freundin, die mir da geschrieben hat. Und dieserjenige, der ein Handy nämlich hat, das wir uns nehmen könnten, ist tatsächlich der Patrick. So, und ich habe auch noch zusätzlich in einige YouTube-Videos reingeschaut, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich nichts falsch mache. Und im Moment läuft es ja noch ganz gut. Und bei einer Sache, die wirklich nicht in dem Tutorial stand, in dem Walkthrough, war, wie wir später ein Getränk erhitzen können. Gott sei Dank habe ich das dann in einem YouTube-Video gesehen, aber ich habe echt Angst, dass wir das nicht triggern können. Hey, it's my main man, brah. How's it going, man? Okay, hier, den hier. Totally, brah. I just, well,
I just can't remember where I put it. My memory's not so great when I've been drinking. I usually give it to somebody to hold for me when I start getting buzzed. Okay. Ich werde mal rausfinden, wer dein Phone hat. Wir ersparen uns das jetzt mal. Ich weiß, wer sein Phone hat. Wie gesagt, ich habe mich diesmal wirklich erkundigt vorher. Und es wird sowieso etwas dauern. Talk. Hey again. How's it going? Hey, Patrick. Such nach seinem Handy. Du hast es nicht gesehen, oder? Oh, you mean that nice mentally challenged young boy walking around? He gave me his phone for safekeeping so he wouldn't lose it. He's a lot smarter than people give him credit for. Voll der arme Patrick, ey. Nein, er ist nicht geistig herausgefordert. Er ist einfach nur betrunken. Well, aren't you sweet to look past his shortcomings? Well, anyway, I can't just give you his phone without his permission. You can tell him he can come back and get it from me, and I'll be happy to give it back to him. Okay. Okay, Britney. Mann, warum hast du nicht diese Stimme? Das ist voll traurig. Was ist eigentlich mit dem USB-Stick? USB-Stick? Ey, du kommst richtig hey, gut. It's my genau main man, bro. So. No worries, bro. So, geht's zu Britney? Lauf, kleine Britney, Junge, lauf. Britney, how's it going, bro? Hey, can I get my phone back now? Now hold on just a minute, Patrick. You specifically told me not to give you this phone back unless you were sober. You don't look very sober to me. Er ist nicht nüchtern. Yeah, but my main man, bro, needs it. I think he needs to call his mom. Was? I'm sorry, but I'm responsible for this phone. You trusted me with it, and I won't give it back to you unless you're sober, just like you asked. Okay, ich gucke übrigens gar nicht, was zu tun hat. Ich hoffe, ich habe jetzt echt nichts. Ich hoffe, ich habe echt nichts vergessen. Scheiße. Okay, wir müssen ihn nüchtern bekommen. Hey, it's my main man, bro. Okay, und es gibt tatsächlich ein Item, das wir, ich weiß nicht, seit welcher Version es da ist. Ganz im Ernst. Aber es ist, weißt du was, du nimmst die Salami einfach mit. Es ist der Kaffee. So, mit dem Kaffee gehen wir jetzt nach oben. Hey, bra. Warte, hier hast du jetzt einen Kaffee. No way, bra. It's bad enough, I lost my wine. If I drink that, I'll totally sober up. Yeah, we wouldn't want that now, would we? Hey, it's my main man, bro. Ich denke, dann werde ich diesen Irish Coffee zu irgendjemand anderem, also irgendjemand anderen geben dann, ne? Irish Coffee ist dann mit Alkohol. Wer stellt eine Tasse Kaffee in den Kühlschrank? Bah, voll eklig. Well, why didn't you tell me it was Irish Coffee, bro? Hook a bra up. Das war zu leicht.